Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem wöchentlichen Zelda Ocarina of Time Livestream. Letzte Woche, ich muss noch mal eben gucken, ob die Kamera auch richtig ist. Letzte Woche ist ja leider ausgefallen, weil ich echt eine echte Grippe hatte. Und das war echt heftig und ich wünsche niemanden die echte Grippe, wenn ihr die schon mal gehabt habt. Oft hat man nur einen grippalen Infekt, keine echte Grippe, aber echte Grippe ist wirklich heftig. Und deswegen lag ich halt flach, bin jetzt aber bei voller Kraft wieder und deswegen, um das zu kompensieren, was wir letzte Woche verloren haben, machen wir heute den Livestream auch vielleicht ein bisschen länger, kommt ganz drauf an, wie viel Bock ihr habt, wie viel Bock ich habe, wie weit wir heute kommen, dann schauen wir einfach mal, wie lange wir spielen. Und jetzt geht es tatsächlich an den Wassertempel und wer Zelda kennt, also Ocarina of Time, der weiß, dass der Wassertempel ziemlich berüchtigt ist, denn der Wassertempel ist mit Abstand der asozialste Ficktempel in ganz Zelda. Besonders auf dem N64. Und ja, ich hoffe aber, oder ich weiß, dass wir das gemeinsam richtig gut hinkriegen werden. Und deswegen würde ich sagen, ohne viele Unschweife gehen wir ins Spiel. Grüße natürlich auch an den Live-Chat. Ich sehe, Daniel ist schon da und Boss. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich setze eben meine Kopfhörerchen auf. Und dann muss ich, glaube ich, aber auch nochmal mein Mikro justieren. Komm her, ja. So, Mikro da. Ich sitze hier. Ja, da müsste passen. Gut. Ja, jetzt hat sich mein Controller ausgestellt. Merke ich gerade. So, Moment. Hallo. Emulator. Aber ein Emulator will, glaube ich, nicht so. Macht aber nichts. Dauert nur einen Moment. Ich muss den Emulator nochmal neu starten. Anscheinend hat er da gerade was gegen. Ist aber kein Thema. In der Zeit kann ich ein Schlückchen trinken. Dann müsste das jetzt gleich eigentlich losgehen, wenn der Emulator Bock hat. Na? Aha. So. Oh nein, das Fenster ist verschoben. So. Schnell nochmal alles richten hier. Ach, ist ja ärgerlich. Jetzt ist der. So, jetzt müsste es passen. So, wir laden natürlich den letzten Spielstand. Oh, ich muss mal eben hier meinen Ton etwas leiser machen. Ist ja unerträglich sonst. So, der Wassertempel. Wie gesagt, berühmt berüchtigt. Viele Leute sehen ihn als den schlimmsten Tempel in ganz Zelda an. Ich muss nochmal hier meinen Ständer einstellen. Ja, mein Mikrofonständer. Ah, der geht aber ganz tief runter, mein Ständer. Ah, pubertärer Humor ist so gut. Vor allem, wenn du stark auf die 30 zugehst. So. Jetzt müsste es aber passen. Ja, der Wassertempel. Diese ekelhafte Anomalie eines Tempels ist so ziemlich das Schlimmste, was Ocarina of Time zu bieten hat. Es gibt hier sehr viel Wasser, sehr viele Spinnen. Und alles ist einfach nur doof. Aber wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen, um diesen Tempel gut zu bewältigen. Ich guck mal eben, ob ich noch ein Item umlegen muss. Sieht aber gar nicht mal so aus. Ich habe auch gar keine Feen mehr, merke ich gerade. Nur diesen scheiß... Ach, Plausfeuer. Wollen wir jetzt nicht mehr. Na, egal. Die Eisenstiefel, die werden wir gleich sehr häufig brauchen.
Genau, und das Pharoris Donnersturm, den haben wir auch. Sehr gut. Das heißt, wir sind eigentlich gut vorbereitet. Und wie immer, wenn irgendetwas nicht passen sollte, ihr mich nicht hört oder ihr mich nicht seht oder was auch immer, dann sagt mir kurz Bescheid, dann werde ich alles daran setzen, um das hinzukriegen, damit wir gemeinsam hier zocken können. So. Erstmal begeben wir uns nach rechts und töten alle Spinnen, die sich hier einfach befinden. Au! Da schubst mich das Scheißding einfach ins Wasser. Was fällt dir ein, du Strombo? Komm her, du. Bosbos schreibt, Zitat von einer ganz besonderen Person. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Wer weiß, von wem das stammt. Das stammt aber von, wie heißt der denn? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber die dicke Raupe von Das große Krabbeln. Die hat er gesagt am Ende. Aber ich vermute, Bosbos, du spielst darauf an, dass ich das letztens in einem Podcast der Spielkinder unter Supervision gesagt habe. Deswegen. Ich habe letztens mit den Spielkindern einen Podcast aufgenommen zu 2D-Jump'n'Runs, beziehungsweise 2D-Plattformern. Sehr lustiger, guter Podcast geworden. Hört da auf jeden Fall mal rein bei Podomatic, Spielkinder unter Supervision. Ist spaßig. Habt da. Ich verwette meinen Arsch darauf, dass ihr damit Spaß habt. Wir hatten das bei der Aufnahme nämlich auch. So, jetzt ziehen wir erstmal diesen Felsen hier zu uns. Wunderbar. Und das ist jetzt. Ja, wirklich ekelhaft. Denn ich muss jetzt immer wieder hin und her wechseln. Zwischen diesen Scheißstiefeln. In der 3DS-Version hat Nintendo das geändert. Da ist dann. Da sind dann die Eisenstiefel ein normales Item. Wie zum Beispiel auch die Ocarina oder der Fanghaken. Und dann ist es deutlich einfacher, wenn man das Ding einfach auf C legen kann. Aber hier muss man echt immer Start und dies und das und jenes. Und das ist einfach bescheuert. So, wir müssen ein kleines Stückchen hier links. Dann ziehen wir wieder die Schuhe an. Damit wir runtersinken auf die nächste Ebene. Ein kleines Stückchen nur. Ah, fuck. Knapp verpasst. Na gut. Aber da wollte ich eigentlich hin. Bosbos schreibt, 8 Minuten, really? Ich weiß nicht, was du meinst. Meinst du, der Stream ist bei dir um 8 Minuten verzögert? Das ist natürlich blöd. Dann refresh aber einfach mal deinen Browser. Und dann müsste der Stream sich eigentlich wieder synchronisieren. So. Was auch total bescheuert ist, ich kann halt unter Wasser mein Schwert nicht benutzen. Ist halt nicht drin. Deswegen habe ich nur diesen abgefuckten Fanghaken, diese Salomaso-Peitsche, mit der ich mich verteidigen kann. Hier kann ich schon diesen komischen Barracuda. Au! Was soll denn das? Ich bin doch nicht Steve Irving. Stirb! Stirb! Danke. Noch unter Wasser ist auch die Steuerung irgendwie so behindertträge. Also, alles an dem, was ich hier gerade spiele, ist nicht geil. Boah, hör auf da! Wie viele kommen denn da? Spawnen da unendlich viele oder was? So. Jetzt hier. Und diese Dinger können wir uns mal ranziehen. Genau. Und da sind auch wieder diese Dinger. Und wir müssen uns wieder unsere Schuhe ausziehen. Ja, ich weiß, das ist nervig, aber. Vor allem, weil der Emulator halt so lange braucht, irgendwie immer in das Pausemenü zu gehen.
Ist das ultra nervig. Jetzt haben wir hier einen Schalter. Und Wasser. Was wir jetzt machen. Wir stellen uns einfach hier drauf. Zücken unseren Bogen. Und schießen daneben. Nein, wir treffen natürlich. Ah, können wir die Kiste direkt aufmachen. Bevor der Schalter sich wieder reaktiviert. Und finden darin. Der Kompass. Den werden wir auch brauchen. Denn der Wassertempel ist dafür auch berüchtigt, dass man gut und gerne mal den einen oder anderen kleinen Schlüssel übersieht, den man dann aber zwingend braucht, um in dem Dungeon weiterzukommen. Daher ist der dann, wenn man den hat, ganz gut. Blub, blub, blub. So, gehen wir hier hin. Und treffen dort eine alte Bekannte. Die immer noch über diesen Texturen die Augen geschlossen hat. Wobei sie hat geblinzelt. Sie soll einfach nur schwarze Augen haben. Damit sie sieht total alien-gruselig-mäßig aus. Aber wie ihr seht, ist sie größer geworden. Kruto, und da ist sie. Die Prinzessin der Sora. Oh, wenn ich mich recht entsinne, Bacon? Du bist Bacon, oder? Ich bin es, Roto, deine Braut. Die Prinzessin der Zoras. Ja, so geschockt wäre ich auch an seiner Stelle. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für deine Frau, die du heiraten wirst. Bitch. Chill down, Alter. Bacon, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Blub, 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 blub. Blubbert sie nach oben. Und wir müssen es ja jetzt im Moment gleich tun. Genau, Live-Chat, Tanzgruppe. Wo ist die Tanzgruppe? Wir brauchen euch hier. Tanzgruppe, wenn ihr da seid, macht euch bemerkbar im Live-Chat. Wir schwimmen im Schwimmen im Schwimmen im Kreis. Ja, das finde ich total heiß. Wie die Rösch, die er da macht. So, und hier sehen wir jetzt mal wieder jener, der den Zugang auf dem Grund des Sees öffnen will, möge ein Schlaf für das königliche Uniform spielen. Deine Worte, wir brauchen wieder Zeldas Wiegenlied, aber erstmal gehen wir durch diese Tür. Hier finden wir Gegner. Ich will sie erstmal umhauen. Wie heißt ihr denn? Der Stachelstein! Ziele mit einer Distanzwaffe auf ihn, wenn er wie ein harmloser Stein aussieht. Stachelstein. Reden wie Stein. Stacheln wie Stachel. Au! Hab ich zu pieksen. Die Bombe nehmen wir mal mit. So, und hier müssten wir jetzt eigentlich die Karte finden, wenn mich alles täuscht. Welche auch sehr wichtig ist.
Yep. Karte. So, und jetzt fängt es an, lustig zu werden. Nicht. Und jetzt fangen wir an, den Wasserstand zu regulieren. Weil das ist total verwirrend und total Abfuck. So ein Abfuck, dass ich mir erstmal hier meine Nase putzen muss. Ich hab's gleich. Ich mache hier gerade ganz unappetitliche Sachen. Die müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. So. Okay. Und jetzt machen wir etwas ganz Cleveres. Denn wir haben ja Verrohres Sonnensturm, die wir bisher noch gar nicht richtig genutzt haben. Aber den benutzen wir jetzt mal. Und damit ist es später viel leichter, hier wieder zurückzukommen. Wir haben uns jetzt mit dieser leuchtenden Glubschkugel hier den Checkpoint gemacht, wo wir uns einmal in dem Dungeon zurückteleportieren können. Das funktioniert aber halt wirklich nur in Dungeons. Und deswegen ist das Ding außerhalb von Dungeons komplett nutzlos. Aber für den Wassertempel ist das Ding echt Gold wert. So, jumpen wir hier wieder runter. Rollen uns ab und uns passiert nichts, weil wir total immer sind. Wir rüsten wieder Pfeil und Bogen aus. Jetzt müssen wir wieder durch das Feuer auf die Fackeln schießen. Eine Fackel. Oh. Falscher Winkel. Zwei Fackeln. Und die andere ist natürlich wieder ausgegangen. Jetzt aber. Wie Axel Schulz sagen würde, Fackelmann-Grillzahn. Voll geil. Und da sind noch weitere eklige Gegner. Vorsicht vor der Killermuschel! Natürlich ist es eine Killermuschel. Ihr innenliegender Klappmuskelschatten. Wow. Das ist sehr anatomisch korrekt, hätte ich nicht erwartet. Ihr innenliegender Klappmuskel scheint der empfindliche Punkt zu sein. Benutze eine Distanzwaffe. Na, wie das machen wir. Ja, au. Na komm. Ich merke auch gerade, das muss bei diesen HD-Texturen, glaube ich, irgendwie flöten gegangen sein. Weil normalerweise haben diese Muscheln rotes Blut, wenn man sie tötet. Ich glaube, das fehlt jetzt einfach in dieser Version. So, und hier haben wir unseren ersten kleinen Schlüssel. Und wie gesagt, die sind echt wichtig. Eine Held ist auch ziemlich weit unten, merke ich gerade. Ich werde mal zusehen, dass ich hier so ein paar Herzen fange, finde. Fange. Ich hätte ja auch versucht, ein Herz zu fangen. Leute, sperrt eure Töchter ein. Link ist in der Stadt. Wer humpelt da hinter mir rum? Ja, du Missgeburt, komm her. Nee. Direkt zwischen die Augen. Nein, warte, lass mal ein Auge. Was ist denn los mit euch? Ihr seid so scheiße, ne? Meine Güte. Die gegenüberliegende Seite, dann drücken wir diesen Fels hier rein.
glaube, die Tanzgruppe hat sich übertanzt. Die sind alle so erschöpft, die schreiben nichts im Live-Chat. So, wir springen natürlich hinterher, weil wir dumm sind und nicht prüfen, was sich im trüben Wasser unter unseren Füßen befindet, denn wir vertrauen einfach darauf, dass da nichts Böses ist und deswegen machen wir das. Ja, ist ja gut, ich will jetzt raus, ja. Blub, blub, blub. Können wir uns da nicht rausziehen? Nein. Können wir natürlich nicht. Da. Lederstiefel. Passend zu unserer harten Spitzenkette. So, das Ding triggern war, damit das Viech nach unten purzelt. Way, mach's gut. Wir werden dich nicht vermissen. Hier wollen wir jetzt gehen. Da passiert etwas Wundersames. Ich kann nämlich auf einmal aus dem Wasser rüberspringen. Da muss ganz schön Druck runter sein. Hinter dieser Wassersäule. So. Hier müssen wir schnell, weil hier eine richtig fiese Strömung ist. Die Metallstiefel wieder anziehen. Weil die uns dann nämlich nichts mehr anhaben kann. Und ich hau hier. Ich merke gerade, meine Freundin möchte mir irgendwas sagen. Und hat mir irgendwas auf mein Handy geschrieben. Deswegen gucke ich da jetzt mal eben drauf. Vielleicht hat es das mit diesem Stream zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Aha. Das ist eigenartig. Eine Freundin schreibt mir, sie findet meinen Stream nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ist mein Stream vielleicht gar nicht da? Moment. Also ein oder zwei Leute gucken ja auf jeden Fall. Das merke ich ja. Ja, das prüfen wir jetzt erstmal. Okay, ich merke gerade, anscheinend funktioniert dieser Stream tatsächlich nicht. So wie er soll. Das ist ja jetzt eigenartig. Was zur Hölle? Es ist unfassbar, ne? Ist unfassbar. Ich habe gerade schon locker 25 Minuten gestreamt. Und ich habe gedacht, das funktioniert halt alles. Gibt's doch nicht, ey. Ich denke mir, oder ich frage mich schon, was hier los ist, weil ich stream hier seit 25 Minuten und YouTube hat anscheinend, nachdem ich den auf den Stream starten gedrückt habe, direkt gesagt, nee, Fehler, und jetzt nochmal Streaming starten. Keine Ahnung, das ist jetzt natürlich echt blöd. Was zur Hölle, ey. Ja, scheiße, ne, Leute. Ich habe jetzt gerade 20 Minuten ins Nichts gestreamt, habe den Wassertempel schon angefangen. Mann, was ist scheiße. Ich starte das Ding jetzt hier noch. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gespielt habe.
Ich habe zwischendurch natürlich auch gespeichert. Ist das ärgerlich. Aber wisst ihr was? Das ist halt der Wassertempel. Denn heute nehmen wir uns ja den Wassertempel vor. Da muss einfach irgendwas schief gehen. Das ist halt der abgefuckte Wassertempel. Gut, dann schön, dass ihr jetzt auch da seid. Muss ich nicht mehr mit mir alleine reden. Weil das hat mich verwirrt, weil es waren ja zwei, drei Leute waren ja im Live-Chat. Und die haben mir ja geschrieben. Also Live-Chat. Ich bin verwirrt. Habt ihr denn vorher nichts gesehen? So, an Bild. Wenn ihr nichts seht und der Livestream ist aber auf, seit 20 Minuten, dann sagt mir das doch mal. Verdammte Scheiße. Also. Meine Fresse. Also wirklich. Gut. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ich starte dann nochmal neu. Was eine Kacke, ey. Mein Gott. Wow, super, ey, Leute. Also die Leute, die gerade im Live-Chat da waren, also eben schon da waren und das schreiben mir jetzt, ja, ich habe eben auch nichts gesehen. Leute, ganz ehrlich, da müsst ihr doch mal mitdenken. Da müsst ihr mir doch sagen. Da müsst ihr mir doch sagen, Mensch. Ah. Also das ist kein, ganz ehrlich, das ist keine Glanzstunde, weder für mich noch für euch. Ja, dass ihr da nicht reagiert habt. Aber gut. Hätten mir ja genauso auffallen können. Aber gut, YouTube hat mir ja gesagt, das wäre alles in Ordnung. Wie dem auch sei. Whoops. Was habe ich jetzt gemacht? Ah. So, Spiel. Meine Güte. So, wir laden das ganze Ding jetzt nochmal. Und wie ich vor circa einer halben Stunde schon sagte, hey, wir sind im Wassertempel. Und der Wassertempel ist mit das asozialste, abgefuckteste Scheißding, was es überhaupt in Zelda gibt. Und der Livestream heute wird etwas länger. Denn wir haben ja letzte Woche einen Livestream verloren, weil ich krank war. Ich hatte die echte Grippe. Und die echte Grippe ist wirklich, es ist echt heftig. Ich wünsche niemandem, die echte Grippe zu haben. Wenn ihr schon mal die echte Grippe hattet, dann wisst ihr vielleicht, wie scheiße das ist. Deswegen mal sehen, wie viel Bock ihr habt, wie viel Bock ich habe. Aber ich habe eigentlich das Ziel, heute noch ein bisschen länger zu machen als sonst, um einfach die verlorene Zeit wieder ein bisschen wettzumachen. Und ja. Ich habe mich gerade schon gefreut, weil ich habe ja eben schon eine gute halbe Stunde gespielt, dass ich so gut mit dem Wassertempel klarkomme. Ne? Habe mir so gedacht, ey, das läuft ja wie geschnitten Brot. Wassertempel, ne? Kein Problem, geil. Ja, nee. Scheiße. Ihr wart halt nicht immer Start. Alles umsonst. Ihr habt nicht gesehen, was ich gemacht habe mit Wassertempel. Na gut, jedenfalls hier Wassertempel. Abgefucktes Tempel, den es gibt. Normalerweise steht das Wasser bis hier oben. Ich habe das Wasser jetzt schon runtergesetzt auf die unterste Ebene. Wir haben Ruto wieder getroffen. Die Sora-Prinzessin. Die hat uns gesagt, ey, wir beide sind immer noch verlobt. Du musst mich heiraten, Kollege. Ist echt scheiße, dass du mich hast so lange warten lassen. Aber wenn das Ding hier im Wassertempel geklärt ist, dann. Ja, dann. Dann heiraten wir. Jo. So. Das heißt, ich habe schon die Vorarbeit geleistet, ich habe schon den Kompass, ich habe schon die Karte, ich habe den ersten kleinen Schlüssel. Dann spielen wir weiter. Ja, habe ich nicht anders verdient. Also das war echt, oh, meine Fresse. Ich denke auch, ich werde nachher, ich habe ja trotzdem noch eine Kopie von dem Stream, von dem kompletten Stream, der jetzt lief. Ich werde, nachdem der Stream vorbei ist, diesen Stream, der jetzt wirklich aktiv live gestreamt wurde, den werde ich komplett runternehmen und werde dann nochmal neu die Kopie von dem Stream hochladen, damit ihr seht, was am Anfang los war. Weil, das ist ja, ich möchte, ist ja scheiße, wenn das jetzt halt nicht komplett ist. Ist ja hammer bescheuert. Das muss ich mich selber erstmal wieder orientieren.
Danke für den Hinweis. Wenn auf den Tisch schauen, hat die Webcam verschoben. Das ist wieder mal mit mir durchgegangen. So. Jetzt schauen wir mal, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin hier selber so verwirrt. Es lief so gut. Es lief so gut im Wassertempel, aber nein. Aber nein. Livechat fragt, es gibt doch eine Fake-Grippe. Ja, tatsächlich. Das heißt Fake-Grippe. Viele Leute sagen, sie haben die Grippe, haben sie aber gar nicht. Sie haben nur einen grippalen Infekt. Und wenn ihr die echte Grippe habt, dann merkt ihr das. Das ist richtig scheiße. So, aber genug Mimimi von mir. Ich will jetzt diesen scheiß Wassertempel schaffen. Und dann war ich da unten? Ich glaube, ja. Ich weiß es jetzt. Ich bin jetzt selber krass verwirrt. Das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ich habe mich so gefreut, aber Wassertempel läuft. Nein, läuft nicht. Fick dich. Höhere Gewalt. Lukas Sapalski fragt eine Frage: Wie viele Filme bringt Marvel nächstes Jahr raus? Thor läuft ja seit Dienstag. Seit gestern. Habe ich gestern auch gesehen. Konnte heute Vormittag meine Review leider nicht aufnehmen, weil meine Nachbarn mal wieder entschieden haben, die ganze Zeit so laut Techno zu hören, dass ich es hier in meinem Zimmer genauso laut gehört hätte, wie als wenn ich drüben gewesen wäre. Das heißt, ich hätte die ganze Zeit einen krassen Techno-Beat auf meiner Aufnahme gehabt. Was natürlich scheiße ist und ich nicht haben möchte. Deswegen konnte ich nicht aufnehmen. Aber vielleicht habe ich ja morgen mehr Glück. Dann kann ich morgen vielleicht meine Review dazu aufnehmen. Und ja, also im Februar, glaube ich, da kommt Black Panther raus. Dann im Mai kommt schon Avengers 3 dann. Da bin ich mega gespannt. Da werden ja, glaube ich, einige Helden ins Gras beißen. Und dann muss ich mal überlegen, wer dann der nächste ist. Ist dann für den Herbst. Ich glaube, Ant-Man and the Wasp kommt dann im Herbst. Ich glaube, das war's dann. Ich bin mir da nicht sicher. Bei Spider-Man müsste auch noch wieder nochmal ein neuer kommen. Au. Scheiß Muscheln, ne? Ah ja, ihr habt das ja eben nicht mitbekommen. Das sind nämlich die Killermuscheln! Und die können wir nur töten, wenn mit unserem scheiß Greifhaken unter Wasser. So. Ah, jetzt haben wir auch endlich das Blut, von dem ich gesprochen habe. Anscheinend kommt das nur unter Wasser. So. Können wir uns nicht raufziehen? Nein, natürlich müssen wir wieder ins Pausenmenü. Und wir müssen wieder. Wir müssen wieder ins Menü und das wechseln. In der 3DS-Version hat Nintendo das deutlich klüger gemacht. Da haben sie nämlich die Stiefel zu normalen Items gemacht, die man sich auf C legen kann. Das heißt, muss ich schnell starten, hin und her. So wie jetzt nämlich. Wieder Pause, Startmenü. Andere Ding auswählen. So. Schuhe an, okay. Warlock the Jailer schreibt: Kannst du mal nicht Nintendo-Spiele spielen? Natürlich kann ich das. Mache ich auch. Demnächst. Ich muss ja jetzt Ocarina of Time fertig kriegen, bis Star Wars Battlefront 2 dann rauskommt. Das wird so das nächste Stream-Spiel. Wobei die Story da ja, hat EA mittlerweile ja schon gesagt, dass die Story extrem kurz sein wird. Ich meine, kann man sowieso nichts anderes erwarten, das ist halt scheiß EA. Aber auf jeden Fall spielen wir dann in 2-3 Parts Star Wars Battlefront. Dann mache ich, glaube ich, mindestens einen Livestream, wo wir einfach nur mal ein bisschen Multiplayer zocken zusammen. Und danach weiß ich noch nicht so recht, was wir dann spielen. Aber vielleicht, bin mir noch nicht sicher, vielleicht machen wir dann Kingdom Hearts. Da habe ich nämlich gerade richtig Bock drauf.
Mr. Deadpool, beziehungsweise Deadpool 2 und New Mutants sollen auch noch nächstes Jahr rauskommen, oder? Ja, das stimmt, die kommen auch noch nächstes Jahr, aber das sind ja keine direkten Marvel-Filme. Das sind ja Filme von Fox mit Marvel-Charakteren. Das zählt ja nicht zusammen. Beziehungsweise, klar, das sind Marvel-Figuren, aber es gehört ja nicht zum MCU, von daher... Ah, fuck, es reicht nicht. Boah, ist das assi! Jetzt ist die Kante zu weit oben und ich kann mich nicht daran hochziehen. Das heißt, ich muss wieder zurückwechseln, um mich mit dem Fangehaken nach oben zu ziehen. Ey, das ist so ein... Boah. Wieso streamst du nicht Super Mario Odyssey oder Breath of the Wild? Breath of the Wild habe ich lange durch. Super Mario Odyssey spiele ich gerade nebenher, aber alleine. Es ist ein mega krasses, hammermäßiges Mario. Das ist eine absolute Herzensangelegenheit. Und das ist ein Spiel, das möchte ich einfach schlichtweg, wenn ich das erste Mal spiele, auch in meinem eigenen Tempo, in meiner eigenen Geschwindigkeit genießen. Und deswegen spiele ich das allein. Weil es ist halt ein krasser Unterschied, ob du ein Spiel spielst nur für dich allein oder ob du nebenher streamst. Merkt man dann, wenn man selber mal gestreamt hat. Aber es ist so. So, jetzt gehen wir... Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Guck doch mal hier. Ah, hier. Bombe. Da legen wir mal ein Bömmchen rein. Wenn der Startbildschirm auch mitmacht. So, zack, zack, zack. Okay, jetzt entflammt gerade eine kleine Diskussion im Live-Chat über Elder Scrolls Online. Ich finde Elder Scrolls Online super. Prinzipiell. Vom Grundprinzip her. Hab aber keine Zeit dafür, das zu spielen. Hab generell keine Zeit, ein MMO zu spielen. Von daher lasse ich's. Komplett sein. Ich hab. MMOs sind so unfassbar zeitintensiv. Da habe ich einfach keine Zeit für. Ich würde auch so gerne Final Fantasy 14 spielen. Was ja auch nur ein MMO ist. Aber. Ain't nobody got time for that! Däh. So, stellen wir uns auf den Schalter. Fluten. In den Raum. Töten diese Spinnen. Und stellen fest, dass wir hier gar nicht durchkommen. Was für ein Scheiß ist das denn jetzt? Das ist jetzt nur eine goldene Skulptur oder was? Das geht mir so auf den Keks, ne? Mit dem ewigen Laden hier. Ich weiß nicht, wie ich an das Spinnchen rankomme. Ich könnte es jetzt höchstens nochmal mit dem Feuer probieren. Aber ich weiß nicht, ob das durch die Gitterstäbe durchkommt. Die brachiale Feuerwand, die ich gleich entfessle. Na gut, nach Sinn muss ich hier nicht suchen. Das Spiel ist von 97, 98. Wow.
Ich kann tatsächlich die Spinne töten, aber nicht den Schalter aktivieren. Wow! Danke! Versuch was wert, hey! Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wenn ihr eine fixe Idee habt, dann schreibt es ruhig in den Live-Chat. Lukas Hecker hat gerade schon was geschrieben. Aber das hat mir jetzt gerade leider nicht geholfen. Trotzdem danke für die Idee. Keine Ahnung. Ist aber, glaube ich, auch nur eine abgefuckte Skulptur. Dahinter ist auf jeden Fall keine Schatztruhe und hier geht es auch nicht weiter. Ich habe hier die Karte und ich habe den Kompass, von daher juckt uns das jetzt einfach mal nicht. So. Blub, 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 blub. Wir blubbern wieder nach unten. Also warte, mit dem Schwert. Moment, da probieren wir doch nochmal aus. Lukas! Der hat mir gerade nochmal einen Tipp gegeben, der Lukas. Da probieren wir doch nochmal aus. Und wenn der Lukas sagt, dass er mit dem Schwert probieren kann, boah, dann probieren wir das aus. Oh, ich bin so ein dummes Stück Scheiße. Ne? Bin ich schon wieder falsch gelaufen jetzt? Ich wollte doch nur zurück. Ja, ja, wie gesagt, Wassertempel. Läuft. Boah, Link, Alter. Mach mich nicht unglücklich. Wenn das klappt, dann lache ich das Spiel aus. Dieses Schwert ist zu kurz. Wir probieren es nochmal mit dem Bigorun-Schwert. Ist so viel cooler. Schwing. Verstehen. Ist okay, Nintendo. Passt schon. Ich verstehe euch nicht. Ihr versteht mich nicht. Alles gut. Ich glaube, mir sind die physikalischen Gesetze in der Hyrule noch nicht ganz geläufig. Aber macht ja nichts. Ich lerne ja noch. Was ein Scheiß, ey. Aber auf jeden Fall vielen Dank an Lukas Hecker. Der Tipp war gut. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass das funktioniert. Weil der gesunde Menschenverstand sagt halt nein. Aber gut. Selbst Link ist getting really tired of this shit, ey. Wenn er sich mal seine Augen anguckt. So, dann gehen wir jetzt endlich mal hier durch.
Doch. Ne, gehen wir nicht. Oder gehen wir doch? Da. Da. Und oh, siehe da. Mal wieder eine Tafel zum Spielen. Das heißt, wir verändern jetzt wieder den Wasserstand. So, und ich glaube, das hier ist jetzt echt wichtig, denn das ist, glaube ich, einer der kleinen Schlüssel, den viele Leute immer übersehen und am Ende losgehen und suchen, scheiße, wo ist dieser verfickte Schlüssel, der mir jetzt noch fehlt. Denn wir senken, wir sinken wieder nach unten. Und da, wo wir eben gerade hochgekommen sind, ist ja diese Plattform jetzt nach oben getrieben worden und dadurch können wir jetzt hier runter. Nein. Nein. OBS, fick dich. Mach keinen Scheiß. Wieso ist jetzt das Internet weg? Mach keinen Scheiß. Was ist denn los hier? Das liegt wieder nur am verfickten YouTube. Ohne Scheiß, ey. Die haben ihre verfickte Streaming-Scheiße wieder geändert. Und jetzt geht hier wieder nichts. Alter, was ist denn los? Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache den Stream zu und direkt wieder auf. Ich schreibe das noch schnell in den Live-Chat. Meine Fresse. Tut mir leid, Leute. Aber wenn YouTube der Meinung ist, dass es jetzt mal eben scheiße sein will, dann soll YouTube halt mal eben jetzt scheiße sein. So. Ich sehe jetzt aber einige von euch aus dem Livestream, sind jetzt auch wieder hier in diesem Livestream. Das ist schön. Das heißt, es hat jetzt, glaube ich, keine großen Irritationen gegeben. Ihr findet genau den Weg dahin, wo ihr jetzt sein solltet. Und ja, wir spielen jetzt einfach weiter, als wäre nichts passiert. So. Das ist auch typisch, ne? Genau da an dem Tag, wo ich sage, ich will heute länger machen und so weiter und so fort. Das ist diese Scheiße, ne? Das ist so typisch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die späteren Streams, spätestens dann, wenn ich jetzt mit Star Wars Battlefront dann halt anfange, verpiss dich doch, du scheiß Piekskugel. Ob ich die dann doch auf Twitch streamen soll, weil Twitch, glaube ich, jetzt ihr Angebot an Qualität auch wieder verbessert hat. Weil vorher musstest du bei Twitch eine bestimmte Menge haben, bevor du wirklich eine gute Qualität streamen konntest an Abonnenten. Und das gucke ich mir nochmal an. Vielleicht streame ich dann über Twitch. Weil YouTube ist hier einfach nur Abfuck. Und lade dann später die fertigen Streams dann auch einfach nur als Displays dann wieder hier hoch. Vielleicht mache ich das in Zukunft. Müsste ich mir mal anschauen. So. Ich benutze den. Wie heißt der denn überhaupt? Den Project 64 Emulator. Denn wenn ich die normale N64 Version streamen würde, würde die Augenkrebs bekommen. Weil das ist echt uncool. Das ist so hässlich. Das kannst du nicht in 1080p streamen. Das geht nicht. So, noch ein kleiner Schlüssel.
Blub, 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 blub. So, wir müssen wieder nach oben. Ja, Postpost schreibt es. Alles klar, ich komme wieder. Möge Gott mit uns sein. Möge die Macht mit uns sein. Dass hier nicht wieder irgendein Scheiß passiert. Ach, YouTube. Ihr lernt das auch noch mit der anständigen Streaming-Qualität. Irgendwann. So. Jetzt ist hier das Wasser auf dem mittleren Stand. Mal gucken, ob ich hier noch drum herum laufen muss, um hier noch andere Schlüssel zu holen, oder ob ich jetzt schon durch die Tür gehen sollte, die verschlossen ist. Hier kann ich noch nicht lang, weil sich das Tor zu schnell wieder schließen würde. Wie kann man nochmal nachgehen? Ah, ne, warte, das war der abgefuckte Raum von vorhin. Aber gehen wir da nicht lang. Warlock the Jailer wünscht sich, dass ich mal bitte Elder Scrolls spiele, Redguard oder Morrowind. Ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile für Morrowind Mods, die es wirklich spielbar und hübsch aussehen lassen? Dann wäre Morrowind vielleicht auch mal eine Idee. Ansonsten, wenn ich Elder Scrolls spielen würde, dann würde ich glaube ich einfach Skyrim spielen. Ich liebe Skyrim, das ist so ein unfassbar gutes Spiel. Dovahkiin, Dovahkiin, dambadam, pam, pam, pam. Aber es würde halt auch unfassbar lange dauern, weil es gibt ja im Prinzip bei Elder Scrolls oder gerade bei Skyrim kein Ende, wenn ihr so wollt. Bis man halt alle Quests durchgenudelt hat. Jo, von dir nehmen wir mal Abstand. So. Schießen wir wieder auf den Schalter. Einmal zweiter Stock, bitte. Ja, wo der Junge her? Ups. Okay, jetzt können wir den Wasserstand hier noch einmal verändern. Dann machen wir das doch. So. Kinder, keine Streiterei im Chat. Das sieht der Papa nicht gern. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn du Elder Scrolls nicht so gut findest als Serie, wie vielleicht andere Leute das tun. Die Leute können das so viel gut finden, wie sie wollen, und du kannst das so viel Scheiße finden, wie du willst. Aber wen musst du andere Leute nicht anmachen, nur weil sie das gut finden. Das ist uncool. Bitte lass das. So, nein, da gehen wir mal nicht lang. Jetzt sind wir wieder auf Startlevel. Also so sah das eigentlich aus, als ich in den Tempel rein bin. Tess 1 bis 5 schreibt, ich wusste gar nicht, dass es eine Bacon Kugel Plus Community gibt. Ja, da schon her, ich bis eben gerade auch nicht. Gibt's das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wäre mir neu. Also von mir ist sie nicht. Weiß nicht, ist da viel los? Ist interessant für mich. Weil ich wusste davon nichts bisher. So, jetzt müssen wir hier auf diesen Plattformen uns immer wieder mit dem Greifhaken heranziehen. Dieser, ja, ich nenne es mal
Plattformtreppe. Komm schon. Komm schon. Hey! Was machst du denn? Du dummes Stück Toastbrot. Hoch da jetzt. Nein! Kann es schwer sein hier, ey. So. Puh, geschafft. Ich habe gar keinen kleinen Schlüssel mehr. Und da sind wir. Now you know the struggle des Wassertempels. Wo habe ich jetzt einen verfickten Schlüssel vergessen? Das ist so typisch. Was? Ich bin der Admin? Wie gesagt, ist mir neu. Keine Ahnung. Also ich mach da nix. Falls es so eine Google Plus Community gibt. Ich mach da nix, nee. So, dann müssen wir wieder zurück. Hilft ja nix. Irgendwo habe ich einen abgefuckten kleinen Schlüssel vergessen. Erstmal gehen wir, also in diesem Raum hier werden wir definitiv keinen kleinen Schlüssel mehr finden. So, ich gucke jetzt einmal auf die Karte. Wo hier noch was fehlt. Da unten. Ganz unten. Im zweiten. Im zweiten. Im zweiten Stock habe ich was vergessen. Machen wir mal Folgendes. War ja ein Fuchs, war ich trotzdem. Dann hab ich nämlich mit Faroros Sonnensturm einen Rücksetzpunkt gemacht. Beziehungsweise einen Teleportationspunkt, zu dem wir jetzt gehen können. So, wir gehen zum Teleporter zurück. Und dann können wir nämlich jetzt direkt hier wieder das Wasser regulieren. Hallo? Bitte mach mit mir den Rücksetzpunkt. Damit ich das auch später wieder machen kann. So. Wo hab ich denn jetzt verkackt hier? Karte. Lukas Tapalski schreibt, Bacon, hast du etwa zu viel Dr. Strange Comics konsumiert, bevor du angefangen hast zu spielen? Noch sehe ich keinen kleinen rosa Elefanten, der in einem Kaleidoskop auf mich zufliegt und zurück. Also nein. Kinder, nehmt keine Drogen, das ist nicht gut für euch. Was mache ich denn? Ich wollte doch einfach nur ins Menü. Ich bin so verwirrt.
könnte ich aber auch nochmal hin. Beim linken gibt es wohl noch was. Und ein Stockwerk höher. Alright. Eisenstiefel. Mit Ladezeit. Blub, 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 blub. Bevor ich da jetzt wieder lang gehe, was mache ich eigentlich hier wieder für eine Scheiße? Führt mich doch sowieso nirgendwo hin. Wobei, vielleicht doch. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ja. Also ich vermute... Also was schrieb das gerade? Live-Chat. Vermute, er spielt darauf an, dass ich das letztens im Spielkinder-Podcast gesagt habe. Ich habe mit den Spielkindern letztens einen Podcast aufgenommen zu 2D-Jump'n'Runs. Wir hatten sehr viel Spaß, sehr viel gelacht im Podcast und ich denke, jeder, der sich den Podcast anhört, hat dabei mindestens genauso viel Spaß wie wir. Also, wenn ihr den euch gehört habt, dann schaut mal vorbei bei Podomatic. Sucht nach den Spielkindern unter Supervision und hört euch den neuesten Podcast von ihnen an. Wobei ist, glaube ich, schon gar nicht mehr der neueste. Die haben schon wieder was Neues rausgebracht. Zu Stranger Things, glaube ich. Tja. Ich habe vorhin schon am Anfang Werbung dafür gemacht. Da war ja aber noch keine Sau da. Außer mir war hier ja keiner. Wie ich dann gemerkt habe. Lasst mich in Ruhe, ihr hässlichen Krabben-Dinger. Nein, nicht Krabben. Muscheln. Oh, magische Miesmuschel. Ich hasse euch brutal. Stirb! Sag mal, was ist denn? Stirb jetzt. Sag mal, ist das gerade Buggy? Was ist denn... Wieso treffe ich diese Scheiß... Ey. Stirb. Einen qualvollen Tod. Ich bin gleich tot, Alter. Jetzt wird's mir aber zu bunt hier. Holy fuck. Nein. Abbruch, Abbruch, Pause! Hoch mit dir! Lass die Muschel Muschel sein! Natürlich kriege ich die Muschel da jetzt nicht tot. Ich weiß gerade nicht, was da los ist. Bombe. Bomben sind toll, stimmt's? Die gehen natürlich unter Wasser aus. Ach, da funktionieren die physikalischen Gesetze wieder, ja? Hm, okay. Ich will nicht sterben. Ich verrecke gleich durch die Killermuschel. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich könnte mich natürlich nochmal zurückwarpen. Ich glaube, das mache ich auch.
Ich hab zu viel Angst vor der Killermuschel. Ach, Mann, ey. So, jetzt falle ich runter, Energie weg. Das wär's gewesen. Herzen bitte. Und ich dumme voll Spaß. Ich hab grad vergessen, den Rücksetzpunkt wieder zu setzen. Ah. War das gerade fucking intens, ey. So, dann wären wir wieder beim Ausgangspunkt von meiner großartigen Quest auf der Suche nach dem verbleibenden Silberschlüssel. Ich muss ein Stockwerk höher, bringt nichts sonst. Ist doch alles kacke hier. Also. Weil vielleicht. Bah! Dropp doch mal Herzen, Alter! Ich sehe gerade, ihr diskutiert im Live-Chat über Episode 8 von Star Wars. Hab ja mein Episode 8 Video hochgeladen vor ein, zwei Wochen. Habt ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht? Werbeplot geleakt. Schleichwerbung, Schleichwerbung. Checkt das mal aus. Und ja. Wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt. So, hüpf rüber, du Schießbodenfigur. Oh, ein Herz. Oh, eine Spinne. Ah. Verpiss dich. Danke, danke, endlich ein paar Herzen. Oh. So, gibt's hier nicht irgendwie jetzt noch eine Schatztruhe? Gerade bin. Wieso wird mir denn das noch angezeigt als... Von der Minimap schaltet sich bei mir mal aus und ich habe keine Ahnung warum. Das ist ultra assi. Das ist auch wieder weg. Ich weiß nicht warum. Klingt irgendwie am Emulator. Ist natürlich hier im Wassertempel nicht unbedingt hilfreich.
diese scheiß Kackspinnen soll mich in Ruhe lassen. Ich hab doch hier keinen anderen Raum mehr, wo ich noch Schlüssel herziehen könnte, oder nicht? Ich check das gerade nicht. Bin ich wieder hier. Ich brauche aber noch kleine Schlüssel. Welchen scheiß verfickten kleinen Schlüssel habe ich denn nicht? Moment. Für diesen Moment habe ich mich vorbereitet und habe hier extra nochmal eine Anleitung zurechtgelegt. Ich muss nur noch mal gucken. Ich habe jetzt keinen Bock, hier 3 Stunden zu suchen. Da war ich schon, da war ich auch schon. Da war ich auch. Da war ich auch. Da war ich sowieso. Auch da war ich. Noch da war ich. Ah, natürlich. Ja, ich weiß es. Das ist so dumm, ne? Ich hab's nur noch gesagt. Ja. Ich dachte, ich wäre da schon gewesen, aber ich war da anscheinend noch nicht. Das ist das Einzige, was jetzt sein kann. Ey. Hab's nur noch gesagt. Ich wollte da nämlich vorhin reingehen, als ich gemerkt habe, dass der Stream abgekackt ist. Und dann habe ich ja neu gestartet. Ich dachte jetzt, ich wäre da schon dran gewesen. Bin ich aber, glaube ich, nicht. Ich muss nämlich, meine ich... hier nochmal hoch. Da war ja auf der Zwischenebene dieser Spalt in der Wand. Genau. Weil ich jetzt bei mittlerer Höhe bin, kann ich mir hier noch keine Schlüssel holen. Ja, das ist so für den Arsch. Eine Alternative wäre jetzt gewesen, ich suche eine Stunde. Ich denke, eine bessere Lösung. So. Da ist er. Der kleine Schlawiner. Bei Wassertempel ist schon erlaubt, dass man mal guckt, weil Wassertempel ist. Hör mir auf. Das ist von Anfang an total verkorkst. Ganz scheiße mit dem Wassertempel. Da. So. Jetzt haben wir den weiteren Schlüssel. Jetzt können wir wieder nach oben.
und können wieder das Wasser hochmachen. Und dann können wir wieder durch die Tür mit den komischen Treppen, wo wir am Anfang waren, wo ich den kleinen Nervenzusammenbruch bekommen habe. Und dann geht's auch weiter. Scheiß abgefuckter Wassertempel, ich hasse ihn brutal. Das ist brutal, sag ich dir, weißt du? Oh Mann. So. Blub, 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 schwimm nach oben, meine kleinen Blubberblasen. Bist du Kumpelblase? Da, 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 da. Dieses hässliche Mistvieh soll sich verpissen. Ich werde es töten, denn vielleicht gibt es mir ein Herz. Ein Herz für mich. Klingt wie so eine Hilfsorganisation. Nein, es gibt nur einen Fall. Ach ja. Ach scheiße, ich dachte, ich wäre schon bei dem Raum, wo die Schlucht ist. Ja, das habe ich jetzt missgemacht. Ziemlich, ziemlich missgemacht. Na, wo ist denn die Spinne? Das ist die Spinne. Macht mir noch Schaden, aber irgendwann droppt das Ding 3 Herzen. Hat sich doch gelohnt. So. Jetzt legen wir uns hier einen Rücksichtspunkt hin, zumindest damit ich das Level hier wieder anheben kann. Damit ich das Level anheben kann. Alter, das klingt so wie eine Kampfansage, ne? Wenn der Link sich nicht mal erkältet. In den klitschnassen Klamotten hier. Der arme Junge. So. Rüber da. Ich hasse euch brutal. Ich nehme mal einfach mal vorsichtshalber den Bogen. Falls hier noch mehr Fledermäuse sind. Endlich wieder volle Health. Irgendwo gab es hier, meine ich, auch noch Feen. Ich weiß gerade aber nicht wo. Hallo, ich würde gerne hier rüber. Lass uns jetzt wieder warten, bis die Schatzplattform weit unten ist. Zack, rüber. So, jetzt aber hoch. Der Live-Chat ist immer noch bei Star Wars und Lukas Hecker fragt gerade, stimmt das, dass Disney nur bis Teil 9 machen will? Nö, Disney hat gesagt, sie machen jedes Jahr einen neuen Star Wars Film, solange die Leute neue Star Wars Filme sehen wollen. Ich denke mal schon, dass nach Episode 9 nicht sofort Episode 10 folgen wird, sondern dass sie sich dafür vielleicht wieder
5-6 Jahre Zeit machen und erstmal wieder nur Star Wars Side Stories erzählen. Verschiedene Solo-Filme. Aber definitiv wird Disney irgendwann auch Episode 9 bis 12 machen. So. Wo war da? Wenn die Dinger getriggert. Ich töte euch. Mistviecher. Schießen wir gegen. Solo wurde nicht nur gecastet, so, der Film ist direkt schon abgedreht, Mann. Der kommt nächstes Jahr in die Kinos. Nach Episode 8 kommt da dieses Jahr der Han Solo-Film. Nein! Wieso springe ich denn da rein? Und dann kommt Episode 9. Und dann kommt der Obi-Wan Kenobi-Film. Vermutlich zumindest. So, rüber da. Na, mach hier das Ding. So. So. Ja. Lukas Hacker ist anscheinend gerade ein bisschen überrascht im Live-Chat. Disney arbeitet gerade daran, einen Obi-Wan-Film zu entwerfen, Drehbuch zu schreiben und so weiter und so fort. Zum Casting oder irgendwie sowas sind aber noch keine Entscheidungen gefallen und sie sagen nichts darüber. Ach, dieser scheiß Ekelschleim, ne? Fick dich! Den killen wir direkt hier so. Damit der uns gar nicht erst irgendwas klauen kann, was von Wert für uns ist. Ja, für uns ist. Oh, man kann ein bisschen aufladen, das ist gut. Und jetzt sind wir in einer für viele Menschen sehr schweren Stelle. Denn an diesem stillen, unwirklichen Ort erwartet uns jetzt ein besonderer Gegner. Hier ist zu. Wir können nur zurück. Und was sehen wir denn da? Ist das etwa ein schwarzer Link? Ja. Der schwarze Bacon! Verbrannt ist, angekokelt. Der schwarze Bacon, besiege deine schwarze Seele! So, das ist unser Schatten. Das Gemeine ist, er kennt natürlich alle unsere Moves. Und kann die auskontern. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Wir draufhauen, haut er auch einfach drauf. Und dann springt er sogar noch auf unser Schwert. Das heißt, so können wir dem nicht klein beikommen. Nach Hügelattacke springt er einfach weg. Das heißt, wir erwischen den Kollegen nicht. Aber er hat halt nur die Kopie von unserem Masterschwert und dem Schild, was der Kollege nicht hat. Das ist was ganz Cooles. Das ist das Bigoron-Schwert. Guck dir jetzt Sim aus der Wäsche, pass mal auf.
Komm mal her, Kollege. Ah, wo bist du? Ja, das Ding ist, man darf die Zielerfassung nicht nutzen. Da geht er down, da geht er down, da geht er down. So, wunderbar. Wo wir unsere böse schwarze Seele besiegt haben, merken wir, dass sich jetzt auch der Raum verändert. Oh, meine Minimap ist wieder da. Und wir nun im nächsten Raum endlich den Ausrüstungsgegenstand dieses Dungeons finden. Der Enterhaken. Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reichte doppelt so weit. Im Prinzip haben wir jetzt einfach nur unser Item. Unsere Sadomaso-Kettenpeitsche. Länger gemacht. Aber da haben wir jetzt einfach die doppelte Reichweite. So, hier müssen wir nochmal die Hymne der Zeit spielen. Damit dieser Block sich da wegbewegt. Dann hüpfen wir da einfach rein. Was will das Ding jetzt wieder von mir? Wobei, sie war lange Zeit wirklich ruhig. Muss man mir mal zugute halten. Bacon, sei vorsichtig. Lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Okay, wenn du das sagst, dann bin ich mal vorsichtig. Blub, 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 blub. Nein! Ja, Strudel! Apfelstrudel! Und sie sagt es mir und schon passiert es. Nein! Tja, da merkt man mal, wie hilfreich da eigentlich tatsächlich Navis Ratschläge sind. Ja. Das Herz hat mich verführt. Ich wollte dieses Herz besitzen. So, jetzt aber. Kein Strudel hier. Whirlpool ist heute nicht. Ach warte, es gibt Toller. Die wollen wir uns aber natürlich holen. Weil Skulpturler sind immer gut. Ja, ich hoffe doch sehr, dass wir den Tempel heute beenden. Vielleicht sogar auch schon den nächsten Tempel dann anfangen. Verstehe deswegen. Nein. Jetzt hör doch mal auf. Du sollst nicht in diesen scheiß Strudel. Sag mal. Hör mal auf jetzt! Ja, dann stirb halt.
hab schon wieder solche Wurstfinger, ne? So, jetzt aber hier. Blub, 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 du blubberst jetzt hier an der Seite vorbei. Zack, und jetzt blubberst du hier rechts an der Seite vorbei. Und dann blubbern wir nochmal rechts hier. Zack, blubber, blubber, blubber. Dann blubber hier mal schnell auf den Vorsprung. Sehr gut. Es ist so doof, diesen Topf da kaputt zu machen. Ich fasse es nicht. Kommt der nicht mehr da hoch oder was? Boah, Link, ne? Du gehst mir jetzt echt auf die Nüsse. Wie du mir gerade auf die Nüsse gehst. Krieg ich das von dem Winkel aus hin? Wow, das hat so rein gar nichts gebracht. Hier war doch irgendwo so ein Schalter. Ach so, da. Okay. Hätte sowieso hin, dann müsste. So. Schnell, die Schatztruhe! Da schließt ihr nämlich das Tor wieder hinter uns. Sind wir wieder in dem Raum. Blubbeldi blub 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 blub. Pass auf. Mode ist jetzt auch im Live-Chat. Schön, dass auch du da bist. Ziehen wir uns da oben wieder hoch. Wir ziehen uns immer nach oben. Egal, was passiert. Aber nicht, wenn wir die Eisenstiefel anhaben. Link, Alter. Los, blubber nach oben. Blubber Bernd. Wobei, mir fällt gerade auf... Könnte, sollte. Welche Höhe ist denn das jetzt? Das ist jetzt ganz weit oben, ne? Ja, ne, ich muss wieder. Ich muss wieder den Pegel ändern. Jetzt merkt ihr jetzt, was an dem scheiß Wassertempel so abfuck ist. Weil ich muss jetzt ständig wieder das hin und her wechseln. Es ist hier zum Kotzen. Blub, blub, blub. Ghostface, das schreibt, den Pegel muss auch wieder ändern.
Wie recht du hast. Wie recht du hast. So, spring wieder runter. Als wäre nichts passiert, springen wir diese 15 Meter auf den Steinboden und rollen uns durch eine kleine Rolle ab. Und nichts passiert. Lol, JK, nothing happened. Uhuhu. So, jetzt können wir uns, da wir jetzt hier einen längeren Fanghaken haben, können wir uns jetzt sogar bis nach da oben ranziehen. Was schon ziemlich nice ist. Vor allem können wir uns jetzt auch die Skulptur schnappen, die da oben rumkrebelt. Wenn ich sie treffen würde. So. Wupp. Können wir nochmal hier. Sind wir schon auf der Plattform, okay. Nochmal den Pegel ändern. Damit wir auf der mittleren Stufe sind. Und dann können wir jetzt über diesen einen Abgrund. Mit dem Auge, wo ich vorhin gesagt habe, dass es jetzt noch zu früh wäre. Ihr seht auch gleich warum. Also vorhin ging es einfach noch nicht. Wenn ich nicht morgen arbeiten müsste, würde ich dran arbeiten, meinen Pegel nach oben zu ändern. Sehr schön. Also löblich. Ach, wo ist jetzt diese Scheißspinne? Die springt mir gleich wieder auf den Kopf. Ich weiß es doch. Egal, soll mich in Ruhe lassen. Jetzt ist er hier. Ah, da ist er doch. Du Mistvieh, stirb! Doch kein Mensch sowas, Alter. So. Da ist doch jetzt schon wieder eine. Wo ist sie? Irgendwo ist sie doch schon wieder. Ich höre sie doch. Da ist sie. Mistvieh. So, jetzt schießen wir nämlich mit dem Pfeil und Bogen in das Auge hier. Dann öffnet sich dann diese Falltür mit einem ganz zornigen Zeitpegel. Ich sag gerade ganz schön auf Pegel. So, und wir haben uns jetzt schnell rübergezogen und unsere Kette war jetzt halt lang genug. Vorhin wäre sie halt nicht ansatzweise so weit gekommen, deswegen ging es vorhin einfach nicht. Aber jetzt hat es geklappt. Und deswegen können wir jetzt diesen Block weiter nach vorn schieben. So, Truhe, kleiner Schlüssel wird dabei sein. Eine Lütten geht immer zum Stream. Jedes Mal, wenn du einen Pegel im Spiel ändern musst, musst du einen heben. Also ein gutes Trinkspiel. Kann man draus machen, glaube ich. Okay, dann nehmt keine Drogen, das ist gut für euch. So, wir ziehen uns hier nach oben. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Watch out! Müssen wir überlegen, ob jetzt auf der mittleren Ebene noch irgendwas ist, was wir brauchen. Drittes F, zweites F, im ersten F. Aber es mag sein, dass wir da jetzt gleich sowieso hinkommen. Wenn ich mich recht entsinne.
dann war das so. Aber das muss nichts heißen, denn ich entsinne mich manchmal an viele Dinge und kommt ein Blödsinn daraus. So. Ich merke gerade, dass Anthony Palotta im Live-Chat anscheinend ein, ich weiß nicht, woher er kommt, aber er schreibt nur Englisch. Ich weiß nicht, ob er wirklich nur Englisch spricht oder welchen Spaß draus macht, Deutsch ist, keine Ahnung. Aber, hey Anthony, if you're actually only understand German, oh, you, I'm sorry, you don't understand German, if you actually just understand English, and you still are watching my German stream, that's really nice of you, and thank you for that. It's cool having you here. So, if you want to stay, that's cool. Weil ich könnte auch Probleme auf Englisch streamen. Ich möchte jetzt nicht angeben, aber sehr gut in Englisch. Ich habe ein englisches Fremdsprachenzertifikat und spreche Englisch oder habe ein Zertifikat darüber, dass ich Englisch spreche wie meine Muttersprache. Von daher wäre das kein Thema. Aber ich bin ja Deutsch und mein Kanal ist auch Deutsch. Ach, die sind Deutsch, ne? Dann gehen wir zum Lachen im Keller. Ne, ich habe mich damals entschieden, das alles auf Deutsch zu machen und nicht auf Englisch. Und von daher bleibt das jetzt auch so. Ah, Fee. Das ist sehr gut. Wir sollten mal eine Fee mitnehmen. Ich glaube, da ist gleich noch eine Fee drin. Ja, die von euch jetzt schon ins Bett gehen, gutes Nächtle. Ich stream noch weiter hier. Denn wir machen ja heute definitiv noch diesen Tempel fertig. Und zweite Fee. Nein, ich wollte doch die Fee. Na, pass auf, dann machen wir gleich Trick 17. Trick 17. So, und dieses scheiß blaue Feuer brauchen wir auch nicht mehr. Das hauen wir jetzt einfach mal hier raus. So. Aber ich merke gerade, ich habe den Bossschlüssel noch gar nicht. For fuck's sake, Alter. Ah, ich habe den Bossschlüssel noch nicht. Ich wusste doch, irgendwas fehlt. Wo ist denn dieser scheiß Bossschlüssel, Mann? Der kann ja nur ganz unten sein. Also ziehen wir uns jetzt hier mal die Eisenstiefel wieder an. Und blub, 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 blub. Da piekst der mich da einfach von der Seite an, ne? Frechheit ist das. Oh, hier piekst ich dich auch. Was denn jetzt? Ja, sterben, ne? Hab mir gedacht. Bin ich doch richtig, oder nicht? Nicht, dass ich jetzt...
Ich denke, ich bin richtig. Warum auch immer ich jetzt gerade in zwei Räumen gleichzeitig leuchte. In einem linken und in einem rechten und in der Mitte. Keine Ahnung. Ghostface fragt, was macht die Fee? Die Fee ist super, denn die Fee belebt mich wieder. Einmal pro Fee, wenn ich sterbe. Und meine Energie alle ist. Und da ich gleich zu dem Endboss von diesem Dungeon gehe, ist es dann sehr wichtig, dass ich ein paar Feen dabei habe. Denn ich will ja nicht verrecken. So, normale Stiefel an. Schwingen uns wieder rüber. It means you don't have to say your real name on the internet, something like that. So, die Dinger snipern wir alle hier. Zack, ins Auge! Ha, ins Auge! Ins Auge! Direkt auf die 12 hier. Oh. Da ist aber ein krasser Rhythmus drauf. Der Johnny hier. Aber ich kann doch eigentlich warten, bis sie zu mir kommen. So. Mal gucken, wie diese Strudel. Und wir schwimmen einfach mal. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, wo sind wir jetzt? Ah ja. Hüpfen wir rüber. Hier sind wieder jede Menge von diesen Manta-Rochen. Au! Stirbt! Ah! Missgeburten, Alter! Stirb! Noch einer? Ja. Stirb. Und du bist der Letzte, glaube ich. Aber 5 Stück sind hier. Bomben. Bomben sind toll. Stimmt's? Hier eine Bombe. Können wir nochmal tauchen und uns die Herzen holen. Hier noch eine Bombe. Haben wir jetzt nämlich da einen Block? Halt nein. Eigentlich sehen wir den noch nicht. Aber ich weiß, dass er ein Block ist. So, hier. Dieses braune Schokostück drücken wir jetzt durch diesen engen Tunnel. Ihr kennt das vielleicht von zu Hause, wenn ihr auf dem Klo sitzt. Und ja, auch dieses Geräusch kennt ihr dann vielleicht. Ich zumindest kenne das. So, und dann drücken wir das Ding. Wir ziehen das hier runter. Müssen jetzt nochmal nach rechts laufen. So. Rüber da. Schieb, schieb, schieb. Wir haben uns alle lieb. Guten braunen Appetit. Und dann steigt mal wieder der Pegel.
Kam ich hierher? Nee, ne? GMTV schreibt, hey Bacon, wir kennen uns noch. Bacon, Fragezeichen. Bacon, ich weiß nicht, kennst du uns? Wer bist du? Also dein Nick sagt mir jetzt zumindest gerade nichts. Sorry, wenn ich das sage, aber wir schreiben täglich ein paar Leute und so. Und ja, verlierst du irgendwann den Überblick. Soll ich mal wieder triggern? Eigentlich, ich habe jetzt die längere Reichweite. Das müsste eigentlich auch hiermit reichen. Meine ich. Ja. Ja, kommt doch. Fall runter. Dann muss er jetzt auch runterfallen. Fall runter, Mann! Ja, wieso nimmst du denn jetzt die Bombe? Ein bisschen extrem, meinst du nicht, Kollege? So. Rüber. Spring da jetzt runter. Danke. So, da kommen wieder unsere Wassersäulen. Springen wir drauf. Und dann rüber. Ja, knappes Ding gerade. Oh. Metallschuhe. Damit wir uns auch diese goldene Skulptulla stibitzen können. Kauluke auf. Können wir uns da irgendwo hochziehen? Anscheinend nicht. So. Letzter kleiner Schlüssel. Den wir haben. Ja, Gott sei Dank habe ich ihn bei der richtigen Tür benutzt. Ah, hier ist noch eine Fee. Wunderbar. Aber wir haben ja jetzt schon genug. Hier ist die große Truhe. Hier ist der Boss-Schlüssel drin. Da-da-da-da. Eisenstiefel an und nach unten drüber. Ja, das ist wieder diese scheiß Muschel, ey. Oh, magische Miesmuschel, stirb. Ah, die Pfeile nehmen wir mit. Die sind gern gesehen. So, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt rauskomme, wenn ich jetzt hier diesem Weg folge, ehrlich gesagt. Und schauen wir mal. Aber dann müsste es sich gleich auch haben. Ja. Roll einfach mal hinter. Ach, hier sind wir jetzt. Da, wo wir hergekommen sind. Das heißt, ich habe jetzt keinen Bock auf das Backtracking. Da benutzen wir jetzt wieder unseren cleveren kleinen Teleportationspunkt. Fuck, ich habe gar keinen gemacht. Ich bin ein dummes Stück Scheiße. Da, da, da. Ich schwimme noch in die falsche Richtung. Ganz ehrlich, ne, für diese Dummheit, die ich manchmal an den Tag lege, müsste ich eigentlich Geldstrafen irgendwie abdrücken.
Ey. Laber auch noch vorher so schlau. Ah, ich hab mir ja einen cleveren Rücksichtspunkt gemacht. Nein, hab ich nicht, weil ich ein Spassi bin. Geht mir so auf den Sack, ne? So. Dum dum dum. Ah, GameTV schreibt gerade, es sind gerade nur noch 8 Zuschauer. Oh, das ist schade. Nicht mehr viele. Wirklich nicht, gar nicht mehr viele. Aber das ist okay. Everything's fine. Ist ja jetzt auch schon spät. Unter der Woche. Viele müssen morgen arbeiten oder haben Schule oder haben Zoni. Von daher ist das nicht ungewöhnlich, beziehungsweise nicht unerwartet für mich. Aber ich sehe ja auch, dass sich viele den Stream oder das Let's Play dann auch im Nachhinein angucken. Weil ich dann ja sehe, wie die Views bei den Videos aussehen, nachdem sie dann hochgeladen sind. Und wie auch da die Quote ist von Leuten, die sich das angucken und wie lange sie es gucken. Von daher, ja. Nicht jedermanns Sache ist es, Dinge wirklich live zu gucken oder nicht jeder legt da wirklich Wert drauf. Pro Dummheit einmal Battle wie Superman ansehen. Nein, bitte nicht. Mach ja nichts anderes mehr, außer Battle wie Superman gucken. Dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Ah, schneller. So, gerade so geschafft. So, wir speichern nochmal eben. Hallo, E-Beams. Ja, Ghostface, wir wissen, dass du da bist. Bossgegner. Ich finde, einer der schwächsten Bossgegner in Zelda, der gefällt mir gar nicht. Bacon, Vorsicht! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendetwas lauert hier. Das da. Kein normales Wasser. Springen wir mal rein. Oder rüber. Was kommt denn da? Aquamöbel bis Wassertentakel Morpher. Ich finde, das Ding hat ein unfassbar hässliches, dummes Design und ist auch einfach nicht cool gegen zu kämpfen. Also ich mag den Gegner überhaupt nicht. Das Wassertentakel Morpher. Dieses Monster ist Wächter des Wassertempels. Sein eigentlicher Körper ist der rot wabbernde Kern. Okay. Ja, dann wabber dich mal nach vorne. Sondern nach oben. Morpher. Au! I've seen enough hentai to know where this is going. Oh, knapp. Ich bin nicht gegen die Stacheln geflogen. Ich muss das Ding zu fassen kriegen. Deswegen gehe ich jetzt auf Abstand. Versuche da noch mit zu schnappen. Oh, jetzt kriegt er aufs Maul. Bleib hier, du Scheißding. Vor allem, ich rüste, glaube ich, mal direkt. Das Biro
Mondschwert aus, weil den Schild brauche ich glaube ich sowieso nicht. Ah, oh, Mann! Ja, Null halt Link durch. Ist das mein Magen? Weiß ich, was du meinst, GameTV? Das ist das Spiel. Oder sind irgendwelche anderen Geräusche hier drauf? Ich weiß nicht, was los ist. Bille schreibt, bei Weihnachtsmarkt. Hausalarm! Weihnachtsmarkt! Geil! Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, wie das mit euch aussieht. Aber ich finde Weihnachtsmärkte super. Oh, komm her, du hässlicher roter Kern. Bleib doch mal hier jetzt. Komm her. Verdammt. Oh nein, sind es zwei Hentai-Tentakel. Nein, nicht ins Wasser, um Gottes Willen. Muss ich ins Wasser. Ah, weg hier. Jawohl, ja, meine Fraktion Aufmerksamkeit bekommen, es kann nicht wieder gehen. Philipp, du bist ein Spasti, Alter. Ja, mit diesen Worten, Philipp, du bist ein Spasti, besiegen wir auch dieses Monster. Diese Plitscher-Plätscher-Geräusche. Da spüre ich direkt wieder leichten Harndrang, ey. Plätscher-Plätscher-Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Du kommst nicht zurück, viel später. Plätscher-Plätscher-Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Du kommst nicht zurück, viel später. Ich mag Alfred die Lokus Quack. Wunderbare Serie. Und da gibt es sogar eine Hitler-Version. Also, nicht von Alfred die Lokus Quack, sondern Hitler spielt in der Serie mit. In dieser Kinderserie. Total krank, aber cool. Ach, wir kriegen einen neuen Herzcontainer. So, Ende mit diesem scheiß Dungeon hier. Nein, GameTV, du hast natürlich keine Schuld. Alles gut. So, wir sind zurück in der Halle der Weisen jetzt. Das ist wieder das creepy Amphibienwesen, was an uns verliebt ist. Wer hätte es gedacht, auch sie ist eine der sieben Weisen. Bacon, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als meinen Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Danke, die will ich nicht haben. Ist okay, kannst behalten. Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib es zu! Du kannst nichts von mir verheimlichen. Ja, Frauen finden immer die Wahrheit raus. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben. Ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Klar, was immer du sagst.
Da, ein weiteres nutzloses Ding. Die Dinger haben halt echt absolut keinen Zweck im Spiel. So. Das Amulett des Wassers. Ruto gibt sich dir als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir, okay? Klar, machen wir. Und jetzt passiert magisches Wunderzeug. Denn auch der Pegel des Hylia-Sees steigt jetzt wieder an. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Bacon, du hast es geschafft. Hallo, E-Beams! Ruto wollte sich bei mir bedanken? Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Bacon. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Peinliche Stille. Nope, nicht mehr da. And she's gone. Nein, da ist sie. Entschuldigung, ja. Valerio! Jumpt einfach mal ins Wasser. Er gibt eine 8,5 auf der Turmspringskala. So, eine Sache können wir jetzt noch machen, hier am Hyliasee. Nämlich mal diese Inschrift lesen. Da steht nämlich, wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Morgensonne. Es ist Morgen, deswegen zielen wir hier auf die Sonne. Und auf einmal ist da was aus der Sonne heruntergefallen. Und das gammeln wir natürlich sofort auf. Denn wir sind ja in diesem Spiel leicht kleptomanisch veranlagt. Die Feuerpfeile. So, jetzt können wir nämlich endlich feurige Pfeile schießen. Und das ist echt super. Boing. Ja, jeder Fall kostet ein bisschen in Magie, aber wir können jetzt halt feurige Pfeile verschießen. Und wie ihr seht, na, ist hier auch noch Platz für zwei weitere Sachen. Ohoho. Wir nehmen aber erstmal wieder die normalen. Ocarina haben wir ausgerüstet, Enterhaken haben wir ausgerüstet. Jo. Passt soweit. So, vor allem können wir jetzt diese hässliche blaue Rüstung ablegen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, was schlägt uns Navi denn jetzt vor, wo wir als nächstes hingehen sollen? Das ist hier gelegt. Jo, ich will mit dir sprechen. Hallo Bacon, ich bin es, Salia. Hörst du mich? Sind alle sechs Weisen vereint?
können wir Ganondorf, den Großmeister des Bösen, ins Höllenreich verbannen. Und doch um ein machtvolles Siegel zu erschaffen, benötigen wir die Kraft des siebten Weisen. Dies ist jemand, den du kennst, Bacon. You don't say. War ja bisher nicht so. Du musst zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her reisen, um die anderen Weisen zu erwecken. Sei weiterhin so mutig, Bacon. Aha, haben wir jetzt einen wichtigen Hinweis bekommen. Nämlich, dass wir zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her reisen müssen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir verlassen jetzt den Hylia-See. Erstmal töten wir diesen Vogel. Böser Vogel. Und reiten dann gen Kakariko. Dann sollte eigentlich etwas Besonderes passieren. Erstmal brandschatzen wir hier so ein bisschen und mähen Rasen. So. Ein paar Pfeile können wir noch gebrauchen. So. Soll erstmal ausreichen. Dann rufen wir jetzt mal Epona. Hier geht's lang. Da, 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 da. Lukas geht auch. Schönen Abend dir noch. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, du schaust dir den Stream später nochmal an, beziehungsweise den Rest, den du jetzt nicht gesehen hast. Ah, dann müssen wir nochmal hier ein bisschen zurückgehen. Oh, Epona, du steuerst dich so scheiße, wenn du rückwärts gehst, ne? Smooth criminal. Genau. Und es wird Nacht in Hyrule. Eine idyllische, friedliche Nacht. Ja, da merkt man gar nicht, dass anscheinend das ganze Land am Arsch ist und vom bösen Großmeister Ganondorf beherrscht wird. Das ist eine Sache, die mich immer gestört hat bei Ocarina of Time, also rückblickend zumindest, dass sich die Welt so wenig im Vergleich zu vorher verändert hat. Ich glaube, wenn Nintendo das Spiel heute machen würde, würden sie da auch vieles anders machen, beziehungsweise halt den Wechsel stärker darstellen. Aber das sind, glaube ich, einfach nur damals bestimmte Hardware-Grenzen gewesen, die sie nicht überwinden konnten. Und ja. Ghostface fragt, machst du noch länger, Bacon? Ja, ich mache heute noch, grob ein Stündchen mache ich noch. Denn letzte Woche ist ja ausgefallen, ich muss ja die Zeit aufholen. Und jetzt sehen wir hier, dass in Kakariko die Kacke am Dampfen ist. Wieder schick. Schick sieht sehr gelangweilt aus. Zurückbögen. Ist ja gelangweilt.
Oh nein, das ist das Monster aus Lost. Tja, da haben leider auch wir keine Chance. Danke, mir geht es gut, GameTV. Und wie geht es dir? Link geht's gerade auch gar nicht mal so gut, denn er wurde jetzt umgehauen. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Bacon, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakerikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Bacon, Impa ist eine der sechs Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Aber du das sagst, dann machen wir das mal. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nocturne des Schattens. Dun dun dun. Ach, mag ich auch das Lied. Ist sehr düster klingt gleich. Werdet ihr gleich merken, wenn ihr das richtige Lied hört. Du hast die Nocturne des Schattens gelernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Bacon. Pling! Ah, ich bin geblendet. So, Kack am Dampf. Wir müssen jetzt also Impa retten aus dem Schattentempel. Vorschreibt. Ich glaube, Ghostface geht es nicht gut. Das stimmt, mit dem Jungen ist überhaupt nicht, ist überhaupt nichts in Ordnung. Aber der ist immer so. Also mich tatsächlich jemand, den ich kenne. So. Weil ich dumm bin, habe ich direkt wieder die Noten vergessen. Welches Lied fehlt denn hier? Links, rechts, rechts, A, links, rechts, unten. Okay. Sind wir hier auf dem Friedhof und ihr kennt das schon, denn das ist der Friedhof von Kakariko einfach. Und hier oben kann man bisher immer nicht hin. Jetzt können wir aber hier durch. Wir müssen hier Feuer machen.
Was aber ehrlich gesagt noch gar keinen Sinn macht. Denn wir kommen in dem Tempel nicht weiter, bevor wir nicht das Auge der Wahrheit haben. Und deswegen gehen wir jetzt hier wieder weg. Ich werde euch nur einmal kurz zeigen, wo wir gleich hin müssen. Gehen wir jetzt nämlich zurück ins Schloss und reisen zurück in die Vergangenheit. Denn das Auge der Wahrheit können wir wirklich nur bekommen, wenn wir der Jüngerling sind. Komm ich da ran? An diese Kiste? Da hinten? Geht das? Ja, das geht. Cool. Herzteil! Coolio. Spring doch einfach da runter, Mann. Oh, Link, du machst das hier schon wieder so kompliziert, ne? So. Not good cherry eating, wissen die. Ja, mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Ghostface. Lasst euch das gesagt sein, Kinder. Wenn ihr euch jemals zum Kirschenessen einlädt, dann sagt er nein. Weil der geht mit euch Kirschenessen, ihr müsst bezahlen. Und der isst alle Kirschen alleine. Ja. Und dann guckt er. Und dann guckt er. Deswegen, mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Das ist natürlich ein Spaß, den ich hier erzähle. So. Also zurück ins Schloss. Wagen wir uns wieder in die zombieverseuchte Stadt. Aber wir lassen die einfach links liegen. Chic. Lang nicht mehr gesehen. Du hast jene böse Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die einzige, die deiner Hilfe bedarf. You don't say. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Willst du in deine Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Ich merke gerade, das ist eine Zwischensequenz, die hätte eigentlich nach dem Waldtempel kommen müssen und die haben wir einfach geskippt, weil ich nicht wieder zurück bin. Ups. Deswegen fehlt mir nämlich ein Lied, wie ich gerade im Statusbildschirm gemerkt habe. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausch daher meinen Worten. Ja, gerade zum Beispiel. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Da 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 da.
das sieht mir gerade ganz hilfreich gewesen. Hätte ich mich nämlich einfach dahin zurück teleportieren können. Aber gut, besser Spiel als nie. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Bacon, wir sehen uns wieder. You don't say. Ah, ich bin blind. Ein grauer Star. Ah. Ah. So, ich stecke mal das Masterschwert zurück. Ah, wir sind wieder ein Kind. Surprise. Die Ausrüstungsgegenstände, die wir als Erwachsene hatten, können wir jetzt natürlich wieder nicht nutzen. Wir können jetzt wieder nur noch die alten nutzen, die wir als Kind nutzen konnten. Die anderen sind ausgegraut. So. Halt. Ich möchte mich natürlich direkt nach Kakariko teleportieren. Denn als Kind habe ich ja Epona nicht. Also ultra nervig ist. Genau, das Lied hat mir nämlich gefehlt. Links, rechts, rechts. A. Na, 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 na. Okay. Links, rechts, rechts, A. Links, rechts, unten. Ghostface, hast du eine Kopfhörer? Ja, die habe ich schon seit 4 oder 5 Wochen. GameTV, kommt irgendwann ein Star Wars Battlefront 2 Let's Play von dir? Ja! Deswegen muss ich jetzt hier Druck machen, wenn ich Zelda durchkriege. Damit nämlich zum Release von Battlefront 2 Zelda rum ist, damit ich dann Battlefront 2 spielen kann. Ich werde die Hauptkampagne spielen, wobei die ja sehr kurz sein wird, anscheinend nur 5 bis 6 Stunden. Also 2 bis 3 Streams, länger wird es nicht dauern. Dann werde ich noch mal 1, 2 Streams, glaube ich, machen, wo ich einfach ein bisschen Multiplayer zocke. Und dann wenden wir uns ein neues Spiel zu. Ich weiß noch nicht genau, welches es dann werden wird. Vielleicht Kingdom Hearts, mal sehen. Schauen wir mal. Aber ja, Battlefront 2 ist dann definitiv das nächste Spiel. So, Kakariko und alles ist wieder so, wie wir es vor ein paar Jahren verlassen haben. Der Brunnen ist auch wieder ganz. Wenn wir in den Brunnen schauen, dann sehen wir, da ist ganz viel Wasser drin. Und als Kind können wir die Eisenstiefel nicht benutzen und haben auch die Zora-Rüstung nicht. Das heißt, wir können da nicht reintauchen. Aber dann machen wir hier einfach Trick 17. Denn falls ihr euch noch daran erinnern könnt, gab es hier in dieser Windmühle diesen creepigen Typen mit seiner komischen... Ich weiß gar nicht, was das ist. Mit seiner Musikbox. Und seinem megamäßigen Dildo. Zieht ihn euch rein mit seinem Schlong hier. Er ist gruselig. Aber der hat uns, als wir als Erwachsener da waren, erzählt, dass es richtig scheiße war, dass irgend so ein Typ mit einer Ocarina reingekommen ist vor mehreren Jahren und so ein komisches Lied gespielt hat. Und seitdem ist sein ganzes Leben in den Arsch gegangen. Hat er gerade genießt? Was zur Hölle? Hab ich glaube ich noch nie gesehen bei Link. Cool, okay, du lernst nie aus. Jedenfalls ist das ein Zeitparadoxon. Wir sind ja Zeitreisende und wir bekommen es gesagt in der Zukunft, dass wir schon in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir es in der Vergangenheit noch gar nicht gemacht haben. Ja, deswegen machen wir es jetzt. Thank you.
So, jetzt sprechen wir nochmal mit ihm. Das ist eine sehr schöne Melodie. Hoch, jetzt geht es aber doch zu schnell. Das, was? Ja, okay. Wir haben sein Leben zerstört, kurz. Wenn wir ihn in der Zukunft begegnen, dann sagt er wieder, was für Hohensöhne wir sind. Aber auf jeden Fall fässt der Brunnen jetzt kein Wasser mehr. Und das heißt, wir können runter in den Brunnen. Und dann wird es etwas creepy für Zelda-Verhältnisse. Au. Nicht nur, dass sie uns wehtun. Nein. Denn der Grund des Brunnens ist ganz schön eklig. Sind wir hier in diesem kleinen Mini-Dungeon? Erstmal gibt es hier jede Menge riesige Skulpturas wieder. Die ich also liebe. Babadabadabdab. So. Wir können mit diesem Skelett hier reden. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Machen wir das doch. Und wupp, was ist das? Das ist kein Glitch. Das ist Absicht. Denn mit dem Auge der Wahrheit können wir dann sehen, was eine Illusion ist und was nicht. Ja, wie der Name schon sagt, zeigt uns die Wahrheit. Und hier können wir jetzt durch und merken, hey, da war gar keine Wand. Wir müssen jetzt halt dieses Auge der Wahrheit finden. Ihr seht schon, überall Blut und Knochen. Und nicht alles ist hier so supi. Das können wir, glaube ich, kaputt machen hier. Mit einer Bombe. Jop. Springen wir da runter, finden wir eine Kiste. Krabbelminen! Aber haben oder nicht haben, ne? Hatte ich die vorher schon mal? Ich glaube nicht. Das habe ich vorher noch gar nicht gezeigt. Wir haben sie bisher aber auch noch nicht gebraucht. Wow, da ein riesiger Totenschädel mit Flügeln. Dort ist eine grüne Knochenfratze. Greife an, so wie das grüne Feuer verschwunden ist. Machen wir, Navi. Laufen wir einfach mal hinterher. Den Kollegen. Ah, der war schon für uns. Ein bisschen Raubschleim, an den gehen wir auch mal schnell vorbei. Diese Mauer, hier heißt es Gefahr aus der Tiefe. Aber wir sind einfach mal dumm und naiv und hören nicht darauf. Wupp. Dann fallen wir direkt hier runter. Und hören schon das Stammeln von ekelhaften Zombies. Ja, da ist ein Zombie. Aber den killen wir direkt. Da kennen wir nichts. Gefallen, wenn ich irgendwo durch ein Ding gehe, wo es keinen richtigen Boden gibt. Dann sammeln wir diese Kristalle ein. Wir dürfen nicht in diese grüne Suppe latschen. Also auch immer das ist, es schadet uns, kann aber nicht gesund sein, wenn da irgendwelche untoten Hände rauskommen. Da ist noch ein Zombie. Und wir finden da, 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 da.
Karte. Ah, die ist hilfreich. Für dieses Mini-Dungeon. So. Oben ist noch ein Kristall. Ich wüsste, wo der letzte ist, ne? Da oben. Wie komme ich da ran? Da muss ich mich von oben reinfallen lassen. Okay. Alle Pots. Weil, warum nicht? Dann sprechen wir mit dem Skelett. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Ja, das hatten wir schon. Hier können wir wieder raus. Da kommt wieder unser Kumpel mit dem grünen Feuer. Ah, okay, sind wir links rumgekommen. Vorher gingen wir rechts rum. Gut, ist das Ding. Sieht erstmal groß und stark aus, kann aber eigentlich gar nichts. Können wir das nicht kaputt machen? War das nicht so? Nee. Irgendwo konnte ich doch hier durch, ne? Ja, genau, hier. Und hier sieht man... Ah. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Hier sind wieder diese widerlichen Hände. Wenn man nicht gerade hier runterfällt. Ich habe ja keine silberne Rubine. Dann stinkt nur mal eine blaue. Na gut, ich fall ständig irgendwo runter. Fallen wir aber nicht in die Mitte. Der sieht auch wieder creepy, so ein Folterbalken und ein Blut auf dem Boden. Natürlich bin ich so dumm und falle darauf rein. Oh, lass mich in Ruhe, du scheiß Zombie. Nicht so dumm und fallen nicht darauf rein. Aber wir fallen wahrscheinlich gleich wieder auf irgendeine andere Dummheit rein. Das ist richtig gemein. Weil während man damit beschäftigt ist, gegen die Spinne zu kämpfen, kommt von oben, wenn man sich nicht schnell bewegt, diese abgefuckte Ekelhand, die wir auch schon aus dem Waldtempel kennen. Die einen dann packen und wieder an den Anfang des Dungeons packen. Wow, hier war nur eine Deko-Nuss drin. Noch nicht mal der kleine Schlüssel, den wir gebraucht haben. Ah, okay, hier sind wir. Da könnten wir auch langkommen. Dann wird es hier wahrscheinlich auch lang gehen. Aber da sind wir.
Was erzählt der Kollege? Das Wasser dieser Statue flutet das gesamte Stockwerk. Und hier ist ein Triforce, das heißt, da spielen wir doch mal spontan Zeldas Wiegenlied und sind einfach mal ganz naiv und gucken mal, was passiert. Nein, sowas sage ich nur, wenn du es verdient hast. Okay. Der lässt jetzt hier also das Wasser ab. Was sagt der mir? Na, Gefahr von unten, weil hier die Schule ist. Au! Gibt's doch nicht! Stirb! Okay, war ja klar. Das war der letzte Bereich, der noch gefehlt hat. Ey, setz dich wieder hin, du scheiß Fick-Zombie. Jetzt sind wir in jedes Loch, glaube ich, einmal reingefallen. Nein! Tu ich nicht! Hier wollte ich aber eigentlich sowieso hin. Denn hier kann ich jetzt runter. Finde ich hier erstmal eine Schatztruhe. Mit Bomben, die ich gerade nicht brauche. Kann ich mal durchklettern. Schon wieder eine Spinne. Ah, das ist jetzt Nightmare Fuel. Für mich als Kind war das schlimm. Wir sehen diese Hände. Und sie greifen dich, lassen dich nicht los. Und da kommt ein riesiges, ekelhaftes Ding. Kommt da an. Ich glaube, das habe ich auch im Zelda-Podcast damals erzählt, zur Kabine aufteilen, wie schlimm ich das fand. Denn das ist der große Hirnsauger. Zerschlage all seine Diener, um ihn zu beseitigen. Triff den Kopf. Ich versuche es. So. Ach, meine Nase. Eine Hand weg. Also als Kind war ich darauf nicht vorbereitet und habe absolute Panik geschoben. Ist ja gut. Stirb! Hässliches Mistvieh. Ist so eklig, ne? Na komm schon, komm schon. Was willst du tun? Lass mich in Ruhe! Du Grabschändchen! Ha ha ha!
Komm her hier, komm her, komm schon, komm schon. Ja, komm, 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 komm. Fick dich. Ekliges Mistvieh. Richtig ekliges Mistvieh. Aber das Ding ist... Okay, ich wollte schon sagen, er verwest auch nicht. Bah. Luke Skywalker. Sollte ich gerade sagen, im Live-Chat. Das Auge der Wahrheit. Platziere es auf C und siehe mit C hindurch. Du wirst viele Geheimnisse lüften. Aber wenn du es einsetzt, kostet es magische Energie. So, jetzt haben wir das Ding, weswegen wir überhaupt hier runtergestiegen sind. Ich glaube, den Boomerang, glaube ich, den brauche ich leider nicht. So, wenn wir das jetzt benutzen, dann sehen wir hier jetzt in dem Kreis in der Mitte, was wirklich da ist, mit dem roten Bereich, das ist dann quasi immer noch Illusion. Und wenn wir hier sehen, zum Beispiel hier die Schatztruhe, die verschwindet dann. Das heißt, die würden wir normalerweise nicht sehen. Ich finde jetzt aber 200 Rubine. Was echt nice ist. Die ganzen Gänge. Da. Da sehen wir das Loch. Da ist ein Durchgang. Da ist ein Durchgang. Da ist ein großes Loch. Kommen wir überhaupt irgendwie hin? Ah, seht ihr? Von der anderen Seite. Das heißt, wir gehen jetzt hier links und gehen einfach hier durch. Dann kriegen wir auch den Kompass. Müsste der Kompass sein, weil ansonsten fehlt, glaube ich, nichts mehr. Ja. Und ihr seht, hier sind jetzt noch jede Menge Schatztruhen, die wir plündern können. Was wir natürlich auch tun. Hier ist das Loch am Boden, aber an der Seite kommen wir vorbei. Ich benutze nochmal hier meine Bomben. Genau, das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. So. Ich guck nochmal. Ah, doch, da ist schon noch ein bisschen was. Ah, wir gammeln das nochmal alles ein. Wir wissen da jetzt endlich, wo wir hintreten. Von daher. Wir sehen jetzt auch wieder, hier wäre ein Loch. Da sind wir ja am Anfang schon reingefallen. Hier rechts ist noch was. Achso, hier ist sowieso der Raubschleim. Zu dem kommen wir nur. Wenn wir hier durchgehen. Was uns gerade gar nichts bringt, weil wir einen kleinen Schlüssel brauchen. Den wir nicht haben. Oh, ist das dumm. Wo kriegen wir denn dann den scheiß kleinen Schlüssel her, Alter? Da sind wir wieder bei der Sache mit dem kleinen Schlüssel, ne? Hatten wir ja nicht eben im Wassertempel schon zu Genüge. Schau her. In einer versteckten Kammer.
Endlich ein kleiner Schlüssel. Dann wird auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso eine Kammer sein. Ja, genau so war das. Genau, hier sind unsere kleinen Schlüssel. Wunderbar. Das heißt, wir benutzen erstmal den kleinen Schlüssel hier. Au! Um an die goldene Skulptur zu kommen. Und natürlich müssen wir jetzt wieder zurückwechseln auf den Boomerang. Ach, ist das nervig. falsch. Den wollte ich haben. Danke. So, mit dem anderen kleinen Schlüssel. Gehen wir hier rein. Merke ich gerade. Dann geht doch gar nicht auf. Dann befindet uns doch wieder ein kleiner Schlüssel. So viele scheiß Fledermäuse. Der Weg. Tja, was du mir verrätst, weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Ah, bin ich hier. Entdecke ich hier unten mit dem Auge der Wahrheit noch irgendwas? Hier sind noch wieder Felsen. Ist denn jetzt hier noch irgendwo eine Schatztruhe? Weil mir fehlt hier ein kleiner Schlüssel. Eigentlich. Keiner mehr da ist noch bis. Da muss ich anscheinend. In die Mitte und dann nach ganz links. Na, machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Meine Haare werden spannend. So. Das heißt, wir gehen nach links. Weiter nach links. Stimmt, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Da. Wow, ein Herz. Ich dachte, da wäre ein kleiner Schlüssel drin. Aber vielleicht ist hier ja noch ein kleiner Schlüssel. Oh, fuck. Gyptos. Gyptos sind schlimmer als Zombies, denn die halten mehr aus. Man sieht dasselbe, nur dass es Mumien sind. Aber... dafür haben wir unser Flammen-Inferno.
Brenne! Haben auch direkt alle Fackeln mit angezündet. Dann gehen auch direkt alle anderen Särge auf. Und irgendwo ist, glaube ich, noch ein kleiner Schlüssel drin. Ih, der frisst ja schon an mir. Also uncool. Oh, lass mich in Ruhe, ey. Lass mich in Ruhe! Du Mistvieh! Nein! Hässliches, ekliges, gemeines Mistvieh! Mich wundert es ehrlich gesagt gerade, dass mein Schild noch gar nicht verkackte. Wurde. Was aber gleich passieren wird. Wenn das Ding mich kriegt. Was es zum Glück nicht getan hat. Ja. Welchen Sarg ist jetzt noch was Wertvolles drin und welchen nicht? Lass mich in Ruhe. Da ist nichts drin. Hier ist der kleine Schlüssel. Wusste ich's doch. Irgendwo war noch einer. Haben wir den jetzt auch? Hier das Auge der Weib benutzen, aber anscheinend ist hier nichts mehr versteckt. Soll mir recht sein. Heißt, wir machen jetzt noch die letzte Tür hier auf und dann heißt es nichts wie weg. Hier durch. Fallen nicht in das Loch. Krabbeln hier unten durch. Hier noch richtig Action, ey. Hätte ich ja nicht gedacht. Ach ja, genau. Hier sind die Löcher. Wow, ein blauer Rubin. Der bringt mir ja so viel. Nein, jetzt frisst er auch noch mein Schild. Dieser Hurensohn, ne? Jetzt frisst er hier mein Schild. Bitte spuck mein Schild wieder aus. Danke. Ekelhaftes Mistvieh, ey. Frisst ja einfach mein Schild. Frechheit. Ups.
Boah. So. Puh. Sind wir jetzt hier auch durch? Schild rüsten mal wieder aus. Da müssen wir jetzt aber leider trotzdem aus dem Dungeon wieder raus. Das habe ich gerade absichtlich gemacht, weil es so einfach schneller geht. Hallo Makanko! Schön, dass du noch so spät auf bist. Ah, fuck! Weil das Gym gleich auch zugemacht wird. Denn, ich will jetzt eigentlich nur noch fix hier raus. Kraxeln wir hier schnell wieder hoch. Schnell ist relativ. Ja, irgendwann kommt auch wieder One Piece. Keine Sorge. Aber ich hatte jetzt halt einfach andere Prios. Ich weiß, One Piece sollte mit das Hauptthema werden, aber... Tja, da fängst du an, so andere Videos zu machen und kommen dazu Anfragen und dies und das und jenes. Aber ein bisschen so im Teufelskreis, wo du sagst, ey, ich müsste eigentlich One Piece machen, aber ich muss auch zeitnah andere Sachen fertig kriegen und so weiter. Aber ja, One Piece kommt auch immer wieder, keine Sorge. Irgendwann. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann. So, dann schaue ich jetzt mal eben. Wie das Lied nochmal ging. Oben, rechts, links, rechts. Also eigentlich ganz einfach. Nee. Ist eigentlich ganz einfach, ne? So. Das ist schön, dass sich mein Star Wars Video überzeugt hat. Das freut mich. Das war der Sinn der Sache. So, zurück in der Zitadelle der Zeit. Rennen wir jetzt schnell wieder zum Altar. Ziehen das Schwert wieder hinaus, um wieder in die Zukunft zu reisen. Ja, das ist schön. Der unbewusste Hype, den One Piece generiert bei mir auf dem Kanal. Man weiß nicht, wann One Piece kommt, aber irgendwann kommt es und dann freut man sich. Ja, das ist schön, so soll es sein. So. Aber ich denke, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir haben jetzt den Grundpfeiler gelegt für nächste Woche. Wir können dann, wenn wir hier wieder starten, uns direkt zum Schattentempel teleportieren und können dann nächste Woche den Schattentempel absolvieren. Ja. Gut. Das soll es dann jetzt gewesen sein. Oh, meine Ohren. Oh, alter Schwede. Ja, die Kopfhörer sind dann doch ganz schön eng. Aber gut. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr bis jetzt aufwart. Ansonsten, wenn ihr euch den Stream
Später noch einmal anschaut. Wie gesagt, ich nehme den Stream jetzt gleich erstmal runter und füge das mit dem vorherigen Stream nochmal zusammen, sodass man dann ein zusammenhängendes Video hat und lade das dann nochmal neu hoch. Ich freue mich auf nächste Woche, dann seid ihr hoffentlich auch wieder am Start. Dann machen wir den Schattentempel und dann können wir in die Wüste und dann können wir schon zum finalen Gefecht, also ungefähr noch 2, maximal 3 Wochen, dann sind wir durch mit Zelda. Und dann kommt auch Battlefront raus, von daher passt sich das ganz gut und ja, dann geht es damit weiter. Also bis zur nächsten Woche sage ich nochmal vielen Dank fürs Zusehen und tschö mit Ö und hauen Sie Bounce. Und ich bin weg.